sehe ich so aus, als ob ich später reden möchte. Ich kann meinen Geburtstag so nicht genießen, wenn ich die ganze Zeit merke, dass da irgendwas zwischen uns ist. Prostituierst du dich? War nix. Bist du dir sicher? Ja, natürlich. Ja, okay, dann darfst du deine Augen. Nein, machst rein. Du nicht. Ja. Happy Danke. Happy Birthday! Alles drückt mir. Süße Maus. Mann. Kannst du aufhören mit dem Älterwerden, mein Schatz? Ich lass es. Ich will, dass du mein kleines Baby bist. Mein Mausebein. Ja. Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Ich bin sehr stolz auf dich, okay? Dankeschön. Deswegen bin ich die Erste, die das Geschenk überreichen darf. Das ist von Mike und mir. Ja. Okay. Ja. Das ist schwer. Ich bin so aufgeregt. Oha. Alter, das ist viel pink. Wow. Ich fand's so stark, ich hab mir das gleiche geholt. Echt? Das will ich sehen, das will ich sehen. Das ist pink. Das ist riesengeil. Ui, ich will dich da drin sehen. Wann soll ich sowas tragen? Danach will ich dich nackt sehen. Warte, stopp, stopp. Hier, jetzt kommt mein Geschenk erstmal. Okay. Ich hoffe, es ist genauso cool wie das hier. Okay. Oh Scheiße, ist es handschriftlich? Soll ich mir eine Brille ausholen? Nein, ist es nicht. Wir fahren in Urlaub? Ja, das wolltest du doch unbedingt. Ja, natürlich wollte ich das. Ja, und wir konnten uns das nicht leisten, und deswegen. Oh mein Gott! Aber warte, wir konnten uns das nicht leisten und jetzt können wir es uns leisten. Hast du noch alle Organe? Ja, ich habe alle drei hier. Wie hast du das gemacht? Also alles Gute zum Geburtstag. Oh mein Gott! Das ist geil! Amelie, ja, ich muss schon los. Okay, alles cool. Ja, sehen wir uns dann nachher noch? Ich versuch's auf jeden Fall. Feier ja. Schön, ja? Ja, machen wir. Danke. Wie war denn nur? Okay, ich pack weiter. Ja, essen. Hoffentlich hat Lennart sich wegen dem Geschenk nicht verschuldet. So wie damals, als er ganz viele Klamotten einfach bestellt hat, ohne sie zu bezahlen. Aber wie geil ist das bitte, Mann? Wir fahren in Urlaub! Ey, Mati, steck ihn mal bitte rein. Lenny, was ist mit dir? Nein, da können noch Leute kommen. Mach ihn doch einfach in der Luftballon rein. Was ist mit dir? Kriegst du es hin? Ja. Ey, Amelie hat sich richtig über dein Geschenk gefreut. Hab ich gesehen. Hab ich auch selber glücklich gemacht. Richtig süß. Das wollte ich ja die ganze Zeit. So ein bisschen Miller und Max Geschenk übertrumpft. Ein bisschen? Gut, aber war auch nicht so schön. Das war Amelies Traum. Endlich mal ein Urlaub, obwohl wir nicht so viel Geld haben. Das ist genau das, was sie braucht gerade. Ablenkung. Jetzt mal Real Talk. Was denn? Was? Machst du noch ein bisschen weiter hier mit, was? Strippi Strapper Tanga Langa? Ja, so Junge, ey, guck mal. Nein, ich höre auf. Ja? Ja, ich habe so gut wie gekündigt. Ich habe meinem Chef schon gesagt, dass ich aufhören werde. Der hat mir sogar einen Vorschuss gegeben. So gut wie? Ja, ich muss halt morgen nochmal. Mein letzten Auftritt. Ob ich es will oder nicht, das ist der letzte Dance. Noch einmal zum Genießen oder was? Nein, ich muss einfach trotzdem nochmal. Und ich habe auch einfach keinen Bock mehr. Die ganze Zeit lügen, fast erwischt werden, fast eine Katze kaufen. Dann. Ja. Ah, habe ich dir gar nicht erzählt? Erzähl. Ich wurde halt. Was hat Strippen mit Katzen zu tun? Eine Kundin hat bei mir angerufen auf mein Handy. Amelie ist rangegangen und dachte halt, dass es eine fremde Frau ist, mit der ich mich gelegentlich treffe. Gibst du deine Nummer raus? Oder? Nein, ich weiß doch selber nicht, warum sie meine Nummer hat. Okay. Aber Amelie dachte dann halt, dass ich sie betrüge, was ich natürlich nicht tue. Und dann wollte ich das retten, indem ich ihr sage, dass das eine Katzenverkäuferin ist. Oh, warte. Bruder, du kannst alles sagen und du kommst auf Katzen, Dicker. Warte. Und dann habe ich eine Katze geholt, aber als Plüschtier. War gut oder war... Das mit der Katze ging auf meine Kappe. Ach so, ja. Weil ich für dich gelogen habe. Okay. Aber wisst ihr was? Bleib mal ein bisschen leiser, weil Miller und Amelie probieren gerade das Outfit an. Okay, hab ich gemeint. Sag mal ein bisschen leiser, Junge. Das ist auffällig. Junge. Ja, das hat Malte gemacht, natürlich. Gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe. Das hab ich gar nicht gemacht. Ja, da blasst doch ran. Du musst besser. Was ist denn los? Was laberst du? Ja. Ich häng auf. Diggi. Weißt du was? Blass selber. Ey, Junge, hör auf dich abzuschmeißen, Junge. Okay, nein, ich brauch den aber. Also, ich geh aufs Klo. Okay. Das sieht so schön übersüß aus, aber.
Weil mir Kram rum ist. Echt jetzt? Soll ich den oben lassen? Ja. Oh, ist das ein geiles Outfit. Ein bisschen S da drin, Mann. Ja, und ein bisschen Popo hast du drin. Oh Gott! Junge, und dann so einen richtig geilen pinken Lippenstift dazu. Hast du einen? So ein bisschen, so ein bisschen doller als das hier. Oh, mein Schatz. Oh. Ja. Geburtstagsgrüße. Mhm. Hallo. Oh, hallo. Ich wollte eigentlich den Sala Bam erreichen, aber dann sind Sie wahrscheinlich seine Managerin. Was? Sina? Stimmt, wie stark kannst du deine Stimme verstellen? Nein, ich bin nicht. Na, also hören Sie, ich war letztens in diesem Club und naja, da habe ich diesen Typen kennengelernt und ich fand ihn so toll. Ich dachte, vielleicht könnte ich ihn mal buchen für eine Nacht, vielleicht sogar nur für mich alleine. Ginge das? Wer ist Simsal? Also, was? kurze Frage. Woher haben Sie meine Nummer? Mit dem Zauberstab? Ja. Was? Ich hab ihm im Club meine Nummer gegeben und ich wurde letztens von dieser Nummer angerufen und ich habe niemandem sonst außer ihm meine Nummer gegeben, deswegen dachte ich... Also, das ist mein Handy, ich habe keine Ahnung, wer Simsalabäme ist und ich bin auch nicht seine Managerin. Vielleicht haben sie sich verwählt oder sowas? Okay. Ich hoffe, sie finden ihn, aber ich kann ihnen da nicht weiterhelfen. Hm. Ciao. What the fuck? Weird. Wer zur Hölle ist Simsalabäme? Keine Ahnung. Sehe ich aus wie eine Manager? So sehe ich ja, aus. Hey, wer von der Schule, der dich Scam-Anruf-mäßig irgendwas verarschen will? Kriegen sie eine Schnauze? Nein, dann kriegen sie eine Schnauze. Und jetzt zeigst du mir nochmal dein schicken Outfit. So, jetzt zeig dich mal, was deine Mama daraus machen würde. Mhm. Also erstmal geht der Krank, erstmal gehen die Haare hoch wegen 80s. Okay, das war ja überseltsam. Woher hat die komische Frau meine Nummer? Und wer zur Hölle ist Simsalabäme? Die Jungs sind richtig krass am Dekorieren. Nice. Das sieht richtig schön für dich aus. Ja. Hm? Mann, mich lässt dieser blöde Anruf einfach nicht los. Ich versuche gerade zu finden, ob ich die Nummer vielleicht doch angerufen habe, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Oder du hörst auf dich jetzt dann, um was reinzusteigen und genießt deine Geburtstagsparty. Das ist die Nummer. Cool. Die habe ich am Mond. Am Mond, klar! Da habe ich. Ich habe einen Zettel in Lennarts Hosentasche gefunden und da war eine Nummer drauf. War mir halt total suspekt, deswegen habe ich angerufen und ist halt nur Mailbox rangegangen von einer Frau. Hm. Ich weiß nicht, ob es genau dieselbe Stimme war, aber war halt auf jeden Fall eine Frauenstimme. Und dann habe ich halt gedacht, scheiße, der betrügt mich. Ich habe Chiara darauf angesprochen, weil ich mir halt ihre Meinung anhören wollte. Und sie hat dann irgendwie halt erzählt, dass es eine Pflegestelle für Katzen ist. Und dann kam die ganze Katzensituation irgendwie ins Spiel. Und dann kam ja Joe nach Hause und der meinte dann Katzenhaarallergie. Und deswegen, weil ich war dabei. Ja. Ja. Und da kann ja dann irgendwas nicht stimmen. Weil jetzt diese Katzenpflegestelle-Tussi, die will sich jetzt Lennart bzw. Simsalabäme für eine Nacht buchen. Heißt, irgendwer muss ja irgendwo gelogen haben. Das passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Kannst du aufhören, Dinge zu überdenken? Ich glaube, du machst gerade ein Szenario, nein, wo gar kein Sinn. Redet sie auch noch irgendwie von Lennart bzw. Simsalabäms Zauberstab und... Mausebeen. Es gibt eine Erklärung dafür, aber das ist jetzt wirklich... Ja. Du bist jetzt hier in einer Situation gefangen hier oben, die ist nicht cool. Lennart hat Sex für Geld. Lennart prostituiert sich. Richtig. Das ist Bullshit. Hör auf mit der Scheiße. Wieso will sie sich ihn denn irgendwie buchen? Mm. Kannst du dir das sonst... Ist er noch hier? Bist du überhaupt sicher, dass er... Kannst du mal vielleicht auch genauso ausflippen wie ich, wenn mein Freund mir gerade fremd geht? Malte? Ist Lennart noch... Ist er auf Klo? Ist er hier? Hä? Ob Lennart noch hier ist? Ihr habt doch hier gerade geschmückt, oder nicht? Wiederholt Zeug. Wiederholt... Oh, das kann nicht wahr sein. Ich kann nicht mehr, mir schwindelig. Milla, ich kann nicht mehr. Ich kipp gleich um. Komm schon. Oh, das kann's doch nicht sein, Alter. Milla, du bist hier verfangen. Ich hab jetzt echt größere Probleme gerade. Ja, Schatz, aber dann warte jetzt doch erstmal ab, es wird eine Erklärung geben. Ja, welche denn? Kannst du bitte rangehen? Wo kommen die Snacks? Am besten eine Schüssel. Sieht gut aus. Danke. Wo kommen die Snacks hin? Warte. Wo du willst. Okay. Aber Lenny? Warte mal. Hast du bei... Bring ich hier schon mal Kasten hin? Nee, nee, der kannst du gerne hier bleiben. Der gehört zu mir, ihr Geichen. Genau, das lassen wir. Amelie, hier.
Prost. Ja, trink erst mal was. Geburtstag. Malte, kannst du schon mal ein paar Geschenke in den Kühlschrank räumen? Nein, auf voll, keinen Fall. Gib mir eine Schüssel. Eine Schüssel, Schüssel, Symbole. Schüssel, Symbole. Auf dich, Brüderschaft trinken. Trink mal nicht erst, wenn... Echt, okay. Lecker, schmecker. Hast du meine Nachrichten? Da, wo sie immer sind. Wo denn? Aber hast du... Lenny, guck mal, wie viele Ballons ich aufgeladen habe. Malte, warte kurz. Hast du meine Nachrichten gesehen? Welche Nachrichten? Ich hatte keine Hände frei. Ich bin ganz am Schleppen. Wollen wir denn jetzt vielleicht... Amelie, deine Gäste aufmachen. Ja. Okay, Schüssel, wo war noch hier? Hey, alles Gute. Dankeschön. Grüß dich. Ich hab ein Geschenk mitgebracht. Oh, Alter, geil. Ja. Bitte sehr, Sinas kam auch in der Bahn und das packst du am besten erst aus, wenn sie da ist, weil sonst wird sie sauer. Ich kenne sie ja. Ja, gerne. Ja. Okay. Wollen wir denn jetzt kurz einfach... Du hast ein Geschenk bekommen. Hat er schon gesagt, was drin ist? Natürlich nicht. Und ich soll aber hat er, das hast du mir gesagt, was ich dir geschenkt habe? Hat er noch nicht Jonas, gesagt? Hat Jonas! Ja. Hey, Amelie, erzähl doch mal, was ich dir geschenkt habe. Ja. Ich hab Feuer. Ich hab mal... Was geht? Hi! Ja, hey, du bist Show! Und ich hab auch so einen Show angerührt. Oh mein Gott. Hast du jetzt... Das hört sich an, als würdest du die ganze Zeit was für uns singen. Du hast ja mal Kappe. Weißt du noch die Apfelringe dabei? Ja, hast du ein Bier. Bier. Lenny, kann ich dich? Warte mal kurz, mein Schatz. Kümmere dich. Schatz, kümmerst du dich kurz um deine Gäste? Wir müssen mal 2 Minuten reden, Geburtstagsgeld. Jetzt sofort. Ja, eigentlich gerade mit dem Reden. Ja, das machen wir. Ich komm gleich wieder, ja? Eher ein Geschenk für uns alle, oder? Das war ein bisschen. Ja, also mich nicht, aber... Ey, Sinas 18. Geburtstag! Oh Gott! Ich bin apropos Sina. Oh mein Gott, als ihr dieses Geld gefunden habt! Ey, Sina meinte gerade, sie ist immer noch in der Bahn, irgendwie Polizeieinsatz, also... Ich weiß es nicht. Sie probiert es. Können wir mal darüber reden, dass ich auf kein Foto mit drauf bin? Sag ja auf jeden Fall nicht, dass ich was davon weiß, alles klar? Hey, sonst musst du dich nochmal freuen. Wollen wir vielleicht alle nochmal anstoßen? Ja. Jeder braucht nochmal was zu trinken. Hier, hast du was zu trinken? Ich hab Lust, was zu trinken. Hier, lass doch mal erstmal einen Schuss für dich. Ich will nichts trinken. Ja, okay, dann halt. Warte, ich... Lenny, können wir jetzt bitte miteinander reden? Oh, danke. Dann lass doch später reden. Auf Amelie. Ich möchte jetzt mit dir reden. Prost. Wir sind jetzt. Können wir nicht vielleicht später alleine reden? Sehe ich so aus, als ob ich später reden möchte? Ich kann meinen Geburtstag so nicht genießen, wenn ich die ganze Zeit merke, dass da irgendwas zwischen uns ist. Prostituierst du dich? Nein, natürlich nicht. Ach nein, und dann ist dir das Geld für mein Geburtstagsgeschenk einfach so zugeflogen, na klar. Nein, Amelie. Wieso ruft mich irgendeine Frau an und fragt, ob sie sich Simsalabama suchen kann? Ha? Ich bin Stripper. So habe ich das Geld bekommen für deinen Urlaub. Was? Ich habe für das Geld gestrippt. Wie lange machst du das schon? Und hattest du irgendwie mal vor, mir irgendwas davon zu sagen? Natürlich, oder so? Ich wollte es dir sagen, aber ich habe den Moment. Du hast mich raten, du hast den Moment verpasst. Ja, es ist immer wieder das Gleiche. Ich hätte es dir wirklich gesagt. Du bist ein beschissener Lüger. Nein, ich hätte es dir wirklich gesagt. Amelie, ich weiß jetzt wahrscheinlich, was du denkst, aber es ist nicht so gewesen, wirklich. Es ist nicht so gewesen. Nein. Also hast du nicht gestrippt? Hast du dich nicht von irgendwelchen wildfremden Frauen antatschen lassen und deinen dummen Zauberstab für irgendwelche anderweitigen Gefälligkeiten angeboten? War es nicht so? Also... Lennart, wenn ich dir nicht reiche, dann sag mir das doch einfach. Amelie. Und wenn es dich so nervt, dass wir keinen Sex haben können, dann mach doch auf eine andere Art und Weise Schluss, aber wirklich... Es geht mir nicht um den Sex. Ich habe das nur für dich getan. Du wolltest unbedingt in den Urlaub und so konnte ich das halt bezahlen. Also jetzt ist es meine Schuld? Natürlich nicht. Das wird ja immer besser. Es ist nicht deine Schuld. Die Frauen interessieren mich doch gar nicht. Ich liebe nur dich. Lustig, weil ich spüre davon irgendwie nicht so viel. Du hast dich dazu entschieden, das zu machen, was mir am meisten wehtut. Und zwar mich anzulügen. Die Überstunden im Matrix, denn... Dein dummer WG-Kumpel, den du immer mal wieder helfen musstest und dann dieses ich fühle mich irgendwie ein bisschen krank, am besten bleibe ich mal zu Hause, Mann, ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Und es war alles Bullshit. Ich wollte dich wirklich nicht verletzen. Hast du aber verdammt gut hinbekommen. Und jetzt verpiss dich. Den Urlaub kannst du dir sowas von den Arsch schieben, ich will dich einfach nicht mehr sehen. Lass mich bitte in Ruhe. Sag einfach allen, sie sollen sich einfach alle auch verpissen. Mein Geburtstag ist mal wieder.
einmal zu Ende. Bitte geh. Was machst du denn hier? Warum bist du nicht in der Klinik? Der Therapeut hat gesagt, ich brauche mal einen Tapetenwechsel. Und deshalb habe ich überlegt und die Entscheidung getroffen, ich gehe für unbestimmte Zeit nach La Gomera zu meinen Eltern. Die ganze Sache tut mir leid. Ich wollte nicht, dass sie so endet. Du gehst jetzt einfach, alles klar? Lennart wollte dich nicht verarschen oder hat das bösartig gemeint. Und außerdem sitzt er gerade im Möllers mit Malte. Hat wahrscheinlich den größten Mental Breakdown seines Lebens, weil er denkt, dass du Schluss machen willst. Das ist doch unfair. Hast du was von Viktor Haller gehört? Ich habe dem Nachbarn meine Visitenkarte hinterlassen und ich habe denen gesagt, wenn der Haller wieder da sein sollte, dann sollen die sich sofort melden. Oh mein Gott, Viktor Haller ist zurück. Ich muss sofort zu ihm. Schönen guten Tag. Reimer mein Name, Polizei Berlin. Ich grüße Sie.